Da sind wir doch noch da und spielen RimWorld heute Abend. Weil ich versetzt wurde. Mehr oder weniger, es wurde gesagt. Vielleicht ein bisschen später. Was ein bisschen später wurde, noch ein bisschen später. Und jetzt ist so spät, dass ich sage, Arschlecken. So, Holz machen wir ein bisschen ab. Ich glaube, inzwischen ist drin auch kühl genug. Wen will ich die ganze Zeit erreichen? Ach so, er hat aufgehört mit der Beleidigungstour. So, reinigen wir das ganze Blut erstmal weg. Ja, zuletzt war halt der Kampf gegen die Mechanoiden. Was ja zum Glück funktioniert hat, irgendwie. Können wir den ganzen Kram einsammeln. Keine Ahnung, wie die Bäume hier gewachsen sind. Na! Ist es zu warm hier drin? Ne, ist auch 18 Grad. Und meine Kühlkammern schaffen das gerade eben noch so gegen die Hitzewelle. Habe ich gerade erklärt, warum ich da bin, anstatt soziale Interaktion nachzugehen. Weil Menschen scheiße sind. Deshalb bin ich da. Vicky, bau mal die Kühlung. Feuer? Naja. Das bisschen Feuer. Jetzt soll das wieder besser gehen für die Temperatur. Null Grad, minus ein Grad, gut. Das ist ja auch in Ordnung. Pi mal Daumen in Ordnung. Hoffen wir einfach, dass die Hitzewelle nicht mehr so lange geht. Seid ihr bescheuert, ey.
beim Gewitter und Regen draußen einfach erstmal abgammeln. Und obwohl wir so viel gejagt haben, ist das gesamte Fleisch wieder verbraucht. Ja. Wer war nochmal der Aufseher? Unsere Putzkraft. Oh. Wundervoll. Wir können also gerade nichts machen. Habe ich die neuen Gladius hergestellt oder habe ich das nie angefangen? Theoretisch habe ich habe einen Gladius hergestellt. Da ist es. Und dann kam der Angriff. Nein, ich wollte Jordel nicht schlachten. Lohnt sich nämlich nicht. Guten Abend, These. So, Reis dauert nur 3 Tage zum Wachsen. Also 6 Tage. Ertrag der Ernte ist nur 6. Meine Huskies, ey. Ich bräuchte irgendeinen Händler, der mal vorbeikommt und sagt, ich kaufe dir ein paar ab. Und der ist nicht nur depressiv, der ist auch sauer. Weil er durchnässt ist und alles andere. Und toll, Sonneneruption. Da hätten übrigens auch Batterien nichts geholfen. Sonneneruption fickt halt die gesamte Elektrik.
Moment. Und wann geht's an die Gästezimmer? Ach du meine Güte. Gästezimmer. Ach, Käferbefall. Die muss ich rauslocken. So, kurz gucken, du kannst abziehen. Waren das schon alle? Kommt aber nichts mehr raus, oder? Ja, die Kolonien waren durch. Gut. Guten Abend, Anonymous. Ja, ich bin doch wieder da. Um meine Kolonie in den Untergang zu führen. Sonnensturm ist vorbei. Juhu! Energie! Hat sich da auch gekribbelt bei euch bei Picard? Als er da saß und sagte, Energie. Ich spoiler nicht. Moment, doch, ich hab ein bisschen gespoilert. Moment, da wird's ja wohl wissen, dass Picard irgendwann mal Energie sagt in Picard. Ansonsten wäre die ganze Serie für'n Arsch. Hört auf, eine Party zu geben. Sag ich immer noch diese Hitzewelle? Ja. Oder nein? Nein, ist nicht mehr.
Guten Abend, Libby. Ach Leute, ihr könnt doch nicht den Scheiß da liegen lassen. Nahrungsmittelvergiftung wegen gefährlicher Nahrungsart. Wahrscheinlich, weil ich das Insektenfleisch verwende. Extrem unappetitlich. Obwohl, brech die Sachen nochmal ab. Wir warten, bis hier die Steine verlegt sind. Das dauert halt einfach ewig. Ein Schluck. Was sagt der Mais? 72%. Was sagt der Reis? 30%. Danke, Shobo, fürs Folgen. So, Steinbock. Nein, wir haben hier ein paar Gazellen. Die können wir auf jeden Fall jagen. Die Truthähne können wir wegjagen. Die Schildkröten werden mich bestimmt töten. Nein. Meerschweinchen. Ist auch eine neue Muffalo-Herde da. Wie, na, wie läuft das Game? Weißt du doch, du hast doch vorhin noch mitgeguckt. Wenn ich warte, bis die fertig sind mit dem ganzen Kram. Kommen die nämlich mit dem Umbauten an der Kühlkammer zu langsam hinterher. Was forscht da nicht gerade? Achso, die Sturmgewehre. Nee, es ist nichts Besonderes passiert. Also du hast nichts verpasst von vorhin zu jetzt.
Ist ja eh kaum was drin. Sehr schön. Präzisionsgewehre. Die beste Fernkampfwaffe. Wenn wir die Überlebensrationen holen, weil dann kann ich ja wenigstens, also die laufen ja nicht ab, wenn die unterwegs sind. Wie viel Watt braucht so eine Tür? 50. Ah. Moment, 18 Bauteile. Nee, ich muss den Analysator jetzt mal machen. Ich brauche hier die Herstellung, damit ich Bauteile herstellen kann. Arbeitstisch. Ein Arbeitstisch mit speziellen Werkzeugen, an dem technologische Wunder hergestellt werden können. Das war auch früher am Anfang, im Anfangsbaum drin. Also ich kann mir nicht... Ich weiß nicht mehr, dass das damals so schwierig war, an Bauteile zu kommen. Also klar, Bauteile hast du immer gebraucht, aber... Ich dachte, man kann die etwas früher bauen und dann mit den Hightech-Bauteilen, dann wird das schwieriger. Guten Abend, Phononit. Und unsere Tiere fressen die normale Nahrung weg, weil Trockenfutter alle ist. Nix da, Steinbock rächt sich. Warum ist denn da oben lang gegangen? Danke Flame of Survival für 29 Monate Twitch Prime Abo. Sehr gutes Durchhaltevermögen, danke sehr. Tierleichen. Kein verrottetes erlauben. Warum läuft die ganz außen rum und nicht hier durch? Und da ist übrigens ein Loch in der Wand.
Ach so, weil das Fleisch da unten eine Tür vorher liegt. Die Maflorherde noch da? Ja, ganz oben rechts. Klick, 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 klick. Brauchen wir nicht mal die passive Kühlung. Ah ja, und den hier auf kritisch setzen, damit die toten Tiere da unten hingelegt werden. Natürlich lebst du noch, Jorde Power. Du hast sogar schon ganz viele Kinder rausgehauen. Vier. Hast noch vor, ganz Jahresgewächshäuser zu bauen? Du meinst wie das hier? Nur für Medizin. Ach, hier ist ein Fehler jetzt. Obwohl, nein, noch nicht. Und ja, ich hätte die Stühle auch von oben nehmen können. Aber inzwischen haben sie mehr gelernt, wie man Stühle aufbaut. Die Tür weiter rüber haben, damit ich hier eine zweite Produktion eben setzen kann. Wenn du mit Hendrik tot, also Hendrik ist tot und du hast Sex mit Raidoran. Also mit deinem eigenen Sohn.
3500 Heu. So, dann kann hier oben ein Kaktus rein. Und darunter kommt Berger. Ey, wer hat das Ding gebaut? Das ist ja hässlich. Warum setze ich das um? Weil es dann näher an der Tür ist. Ich versuche ein bisschen Laufwege zu optimieren. Wie zum Beispiel Sachen, womit interagiert wird, nach vorne an die Tür und alles, womit nicht interagiert wird, nach hinten. Brauchen die am Pokertisch Stühle? Ich habe den, glaube ich, nie gebaut. Ich denke ja, weil man auch wirklich davor sitzt. Das Problem, glaube ich, beim Pokertisch war, man wusste nie so genau, wie genau das sein muss, weil das halt, ne, zwei Felder breit ist. Machen wir ein Pokerbrett des Vertrauens. So, könnt ihr wieder ein bisschen Boden herstellen. Achso, die Baumwolle wird gerade abgeerntet.
Na? Nein. Ich will nur den. Weil da kann man die Aussaat schon verhindern. Das schaffen die nicht noch eine Aussaat. ...175 Medizin. Und wo hängt der? Achso, der ist gerade... ...da am Rumsitzen. So, ich muss euch mal alle mitnehmen. Oh, da kommt schon magische. Für einen Herd der Werkzeugschrank. Man kann keinen Werkzeugschrank bauen. An den Herd. Also du kannst schon einen da dran bauen, also es wird aber keinen Bonus bringen. Ja, so viel zur Nashornjagd. So, jetzt wollen sich beide rächen. Wie viel hat so ein Nashorn? 262 Fleischmenge. Sehr schön. Dann holt mal die Leichen. Und er stirbt ja eh irgendwann. Gleich. Och, Handelsschiff mit Großhändlern, ey. Ein Traum. Oh, wir können Huskies verkaufen. Und Esel. Obwohl, Esel haben wir nur drei, das ist okay. Man kann Pferde haben, hm. Und der 26 Bauteile. Und zwei Hightech-Bauteile, die will ich auch haben. Und ich kann mal den ganzen... einen Haufen von der... also vom Leder loswerden, den ich nicht brauche. Und die ganzen Tische.
Die Schlafsäcke nicht. Obwohl, ach, da stelle ich auch neue her. So, von welchen trennen wir uns? Wir werden uns von Oscar trennen, weil Oscar hat nur noch zwei Beine. Ändert es aber nichts an seinem Preis. Ich werde mich von den schwangeren Weibchen trennen. Tut mir leid, Informant. So, dann würde ich auf 4 Huskies erstmal runtergehen. Nein, die Tiere, die transportieren dürfen, dürfen unbegrenzt auf der Karte laufen. Habe ich schon immer so gemacht. So, und ihr lernt auch das Transportieren. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass irgendeiner meiner Huskies jetzt stirbt. Also der Älteste war jetzt 8. Also der stirbt jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das Eichhörnchen sucht seinen Freund oder einen Keks. Denn Eichhörnchen mögen den Keks. So, da waren mal Bauteile. Das Silberader. Nee, beim Mecha-Angriff habe ich das Gebiet nicht gesperrt, sondern ich habe das Einsammeln von Gegenständen hier in der Ecke beendet. Du bist ein Depp. Ich hatte nämlich angefangen, Steine hier einzusammeln, das habe ich nur unterbunden. Weil wenn die auf unbegrenzt stehen, dann stehen die auf unbegrenzt. Machen die nichts anderes. So, wo ist denn mein richtig schöner Schlachtmeister? Beim Fermentieren braucht er auch eine gewisse Temperatur. Also es darf nicht viel zu heiß werden in dem Raum. Aber wir machen hier Folgenbreak. Die Muffalo-Herde bringt mich erstmal wieder ein bisschen aus der, wir haben keine Nahrungsgefahrenzone. Jako, können die gleich direkt im Krematorium verbrennen.
Warum soll ich denen das sagen? Das ist doch total irrelevant hier. Das mit dem auf den Boden legen. Also klar, kann man machen. Dann kommen die Tiere und tragen das weg, im Optimalfall. Oder es bleibt einfach 2 Wochen da liegen und vergammelt. Juhu, Trockenfutter! Erstmal Folgenbreak.